anderes. Und zwar Murder Mystery. Ja, ihr. Es gab schon lange kein Murder Mystery mehr. Und nur zur Info. Es kann sein, dass langsam weniger Videos kommen. Denn ich habe ein Schneideprogramm gefunden und werde langsam anfangen zu schneiden. Das Problem ist, ich habe nur eine kostenlose Version. Das heißt, ich hoffe, es nervt euch nicht, wenn dann im Bildschirm immer so gesagt steht, bla 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 bla. Das ist nämlich eine Firma, ich habe keinen Bock, das zu bezahlen. Und da bin ich gerade dabei, das eben zu testen, ob ich mir mehr Arbeit mache, um das Ganze neu aufzunehmen. Und ja, egal, ich will euch keine Blödsinn ans Ohr quatschen. Starten wir direkt mit dem Video. So, dann gehen wir mal direkt in Murder Mystery rein. Ich spiele zurzeit immer wieder ein bisschen mehr Murder Mystery. Dann gehen wir mal da Museum. Museum ist eine Map, die ich sehr cool finde. Sag erstmal was Neues im Spiel ausgerüstet. Ich habe eine 11,1% Mörder und eine 1,9% Sheriff. Hoffen wir mal, dass die Guss. Och nö, ich mag die Map nicht. Weil die so dunkel ist, dann kann man halt nicht so leicht Leute sehen. Ich bin unschuldig. Warte mal eine Minute. Hier wurde gerade jemand erschlagen. Das war gerade richtig gut. Und das gleiche nochmal. Okay, Plan geht nicht auf. Ich brauche nur noch 3 und 5 Münzen. Das sah ja schon so vom Aussehen aus wie ein Mörder. Guck dir mal den Bart an. Er hat, ich hoffe mal, 8% Wahrscheinlichkeit, dass ich Mörder. Ich stimme diesmal nicht ab. Und wieder diese Map. Manchmal mache ich es wirklich so, ich gehe eine längere Zeit AFK und dann werde ich irgendwann Mörder. Das könnte ich theoretisch jetzt auch machen, weil ich ja eh gerade anfange zu schneiden. Und ja, und ich werde auch sehr viel mit Effekten arbeiten. Also wenn es zu viele Effekte sein wird, bitte. Sagt es mir, ich machen kann. Und wenn ihr wollt, weil spiele ich nämlich mit einem Freund immer, wenn wir Mörder spielen, das nennen wir Mörderverstecke. Ich spiele Murder Mystery und dann tut in diesen Runden einer von uns suchen. Und die Map ändert sich. Das ist eben das Blöde gleichzeitig. Das heißt, du weißt nie, wo jetzt er sein kann. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es mal unten in die Videos. Beschreibung, ja, in die Kommentare. Und ja, ich werde euch heute ein bisschen auch noch was anderes zeigen und so, wie das Schnittprogramm und so weiter.
Oder wollt ihr das, dass ich auf meinen zweiten Kanal mache? Nur so zur Info, ja, ich habe einen zweiten Kanal, der heißt Solix erklärt. Da werde ich Dinge wirklich erklären. Diese Werbung für meinen zweiten Kanal. Nach dieser Runde werde ich euch schnell zeigen. Zeigen. So. Das Programm heißt Windows Filmora 9. Ihr werdet gleich es genauer sehen. Alter, mein Stuhl. Scheiße, mein Kabel. Ich frage mich, was das so knackt. Dieses Programm ist schon gut. Ich habe da auch schon ein Testvideo gemacht, was ihr schon gesehen habt, aber nur in einer anderen Version. So, dann werde ich einmal probieren, es zu finden. Da ist es. So, jetzt hat sich hier oben noch was geöffnet. Weil ich habe zurzeit mehr ab und Trick mehrere Bildschirme auf einmal. So. Das hier ist mein Schneideprogramm. Hier seht ihr, ja, das kennt ihr wahrscheinlich. Und ja. Ne, das ist das falsche Programm, weil ich hatte nämlich noch eins Datei. Und nochmal noch. Das ist mein Arbeitsplatz. Hier arbeite ich immer. Ja, gerade so. Das seht ihr jetzt mal genauer. Ist keine bezahlte Werbung. Ich werde jetzt noch gleichzeitig schnell dahin schreiben. So, plus. Oder so. Da, das erste ist es. So. Das ist das Video, was ihr schon gesehen habt. Das kann nämlich oben gerade. Das ist nämlich Werbung. Das habe ich benutzt und auch nutzt. Ich werde euch jetzt ein bisschen Einblick zeigen, wie ich bis jetzt geschnitten habe. Viel Spaß. Interesse, neuer heißt, neuer Rekord ist gut. Warum Level 2? Level 2, Level 3 sogar. Direkt hochladen. Das sehen wir, wie lange es jetzt noch rendert. Schreiben. Was eingebaut? Studieren. Und zweimal. Dann haben wir schon mal ein bisschen schon mal gelernt. Also, wir haben jetzt schon 65 Abonnenten. Wir haben doch mehrere Spiele. Ich gebe euch jetzt auch in der Infokarte oben rechts
die Auswahl zwischen ein paar Games. Und zwar einmal. Yay! Building Simulator auf jeden Fall zurück. Und wir können zusammen spielen. Weitere Spiele können wir zusammen spielen, weiß ja. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen und Teil der Küberarmee zu sein. Ich werde probieren, immer besser zu werden mit euch, und ohne euch geht nichts. Deswegen sei explosiv, hau rein, bis bald! Schneideprogramm. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal ein Video mit euch so schneiden. Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt das mal probieren, wirklich zu machen. Im nächsten Video, was ich aufnehmen werde, werde ich dieses Video, was ihr jetzt da gerade seht, schneiden. Das heißt, ich werde nach diesem Video mich hinsetzen und dieses Video aufnehmen und schneiden. Dann bekommt ihr schon mal ein bisschen einen kleinen Einblick, wie ich das genau schneide. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen zweiten Kanal hochlade oder nicht. Also, ihr wisst, sei explosiv. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ein Teil der Creepy Army zu sein. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dahin, sei explosiv, hau rein, bis bald.